Selbst die größten Helden können die Galaxis nicht alleine retten. Rey wird die Hilfe ihrer neu gefundenen Freunde und Verbündeten brauchen, als sie sich auf die Suche nach den vermissten Luke Skywalker begibt. Eine vielschichtige Bande von Verbündeten, die du schwer finden wirst, aber ihre kombinierte Stärke und Gerissenheit kann überwältigende Chancen überwinden. Und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Video zu Star Wars Kick zu Firos. Und die Anforderungen zu Reys Heldenreise sind nun endlich bekannt gemacht worden. Und die schauen wir uns jetzt mal an. Ja, die Anforderungen. Man wird, wie auch bei Commander Luke Skywalker, dem Heldenreise-Event 7-Sterne-Version, und zwar von Rey, Schrottsammlerin, Finn, BB-8, Veteranenschmuggler Han Solo und Veteranenschmuggler Chewbacca brauchen. Im Prinzip die Liste, die schon seit Monaten bekannt ist, ja, anhand von Commander Luke Skywalkers Heldenreise wurde quasi diese Liste erstellt und ja, sie ist zutreffend. BB-8 kommt am 8.12. bis zum 16.12. wieder. Für alle, die ihn noch brauchen, ja, da kommt dann haben diese Woche Freitag schon wieder. Und ihr braucht für die erste Ordnung, könnt ihn dann freischalten auf 7 Sterne. Sie selber, also Reys Heldenreise, kommt am 15.12. und geht wahrscheinlich auch eine Woche. Also bis zum 22. oder 23.12. ungefähr wird das Event gehen. Und sie heißt Rey Jedi Training. Weiß nicht genau, ob sie dann auf Deutsch auch so heißen wird. Sie könnte so heißen, aber vielleicht hat sie dann auch ein, ja, Rey Jedi Ausbildung, könnte sie zum Beispiel heißen. Mal sehen. Ja, die zwei Veteranen-Schmuggler. Ist natürlich schade, dass sie beide jetzt in der im 16er Knoten von der Cantina Kämpfe sind. Ziemlich schwer zu farmen. Aber ja. Ich habe da selber auch viel Geld reingesteckt, um sie ungefähr zu dem Zeitpunkt dann bereit zu haben, wenn es dann losgeht. Am 16.12. Ich glaube, sie müssen das mal machen können. Kann ich einen Livestream machen zu ihr. Da haben wir sie dann auch auf unserem Test-Account. Und da habe ich sie dann auf Gear 12, also Ausrüstungsstufe 12. Und werden wir sie mal ein bisschen in der Arena testen. Und vielleicht sind auch noch andere Bereiche verfügbar. Vielleicht ist gerade ein Raid offen. Wenn ich, mache mal einen auf. Mal sehen. Und da schauen wir uns sie mal an, wie sie sich denn so in der Arena schlägt. Ich glaube, die meisten wollen wahrscheinlich wissen, wie sie sich in der Arena schlägt. Denn meistens sind ja neue Charaktere im PvE ganz gut. Ja. Das war's auch schon. Mehr ist es nicht zu sagen. Recht kurze Ankündigung. Falls, klar, wenn ihr Kit, also wenn sie dann vorgestellt wird, werde ich natürlich aber dann ein Vorstellungsvideo zu machen. Das könnte dann auch irgendwann kommen. Wahrscheinlich sogar vor dem Event. Wie üblich auch bei Cavalier Games. Ja. Charaktere werden ja meistens vor ihrem Verfügbarkeitsstatus ja schon bekannt gegeben, was sie für Fähigkeiten haben. Ihre Zugehörigkeit und so weiter und ihre Statistik und so weiter. Da werde ich dann, wie gesagt, ein Video zu machen, wenn es dann soweit ist. Und ja, das war's auch schon. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video. Vielen Dank fürs Zuschauen und ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Über einen Daumen nach oben und ein Abo würde mich natürlich sehr freuen. Macht's gut und bis zum nächsten Video.